Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 23 Hockey Ultimate Team. Jawohl, der letzten Woche mit 5 Spielen. Ab nächster Woche, nachdem es dann meine Reisen auch wieder beginnen, gibt es dann nur noch 3-mal NHL die Woche, zusammen mit FIFA, jeweils in Abwechslung. Dann ist das Ziel einfach ein Bronze Level zu erreichen. Holen wir uns halt ein, zwei Packs ab und gut ist. Aber ja, so. Samstagsfolge bleibt natürlich vorhanden, sofern möglich. Ansonsten sehen wir uns bei NHL halt Samstag, Sonntag, Dienstag und Donnerstag. Jawohl. Aber wie gesagt, die Woche nochmal 5-mal. Wir suchen jetzt einen Gegner. Schauen wir mal, ob wir ihn finden. Sonntagabend, 19 Uhr, sollte eigentlich locker machbar sein. Gegner ist gefunden. Wir spielen gegen Ostfriesland Hockey Club. Mega Holgi. Ich vermute mal, dass du Holger heißt. Holger, liebe Grüße. Da hat sie California trifft auf die Eisbären aus Berlin, beziehungsweise in dem Fall aus Ostfriesland. Division 4, boah, über 1700 Spiele gegen Division 3. Ist natürlich ein sauspannendes Game. Campbell dreht da gleich mal ab. Wir bleiben an Connor Bedard hängen. Wollten da das Ding. Oh! Dobson. Rettet. Maximum Tor sehe ich gerade. Torres. Lander gibt. Oh! Da fliegt die Scheibe quer durch den Torraum. Natürlich 99 McDavid verwertet. Ja, das schaut an und nicht gut aus. Und so landet die erste Großchance bei uns im Kasten. Sörners. Eine Spielerin, die nicht unterschätzt werden darf. Sarah Nurse 1-1, direkt Ausgleich auf der anderen Seite. Bin übrigens gespannt, ob die Elgato wieder funktioniert. Ich hoffe es sehr. Update ist da. Wenn die FIFA-Folgen ein bisschen geruckelt haben, hoffe ich, dass hier wieder besser ist. Das gibt's ja nicht. Das war eigentlich ein Schussversuch von Nurse. Da war alles gut gespielt. 2 Minuten Powerplay. Behinderung gegen Connor McDavid. Das ist Jack Hughes. Heißkannen. Markstrom. Zuboff. Schaut sich das an. Okay. Überhaupt kriegt die Scheibe. Sieges Gegner wieder vollständig. Heißkannen. Giroux. Abgefälscht, Giroux. 2-0. 2-0, 2-1. Giroud dreht das Spiel. Die grandiose Rückhand
sorgt dafür. Da kann man schon froh sein, dass wir jemanden wie Claude Giroux in der Mannschaft haben. Maka, 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 3-1. Unangegriffen. Marschiert er durch Serafilier, das ist Kucherov, Matthews, boah! 4-1. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Gegner genommen mit einem Torschuss. Kucherov legt die Scheibe in die Mitte. Ah, das ist halt schön. Das ist richtig schön gemacht. Das ist, muss man uns einmal sagen. Vom Bulli weg hier haben jetzt insgesamt drei verschiedene Kombinationen gehabt, wie wir direkt wieder zum Torerfolg gekommen sind. Matthews lässt die Scheibe durch auf Filier. Kucherov, Querpass. Und dann steht Matthews richtig. Ich muss nur noch eine Scheibe hinhalten. 4-1. Gegner hat einen schönen Controller weggelegt. Dann wird Ebert der Abbruch folgen, wenn er sich nicht bewegt. Matthews, 5-1. Hat er komplett alleine gestanden. Filier mit einem schönen Pass in die Mitte. Kucherov, Hughes, Panarin, Kucherov, schön gemacht. Was mich wundert, ist, dass dieser Pass so einfach ist. Wir haben jetzt zwei Gegentore bei zwei Schüssen. Also das wundert mich. Das ist zweimal derselbe Pass und zweimal können wir nicht reagieren. Beziehungsweise der Verteidiger reagiert nicht drauf. Sobald er bei uns im Drittel steht. 5-2. Andererseits muss ich wieder sagen, es war wieder keine... Wie soll ich sagen? Keine große Werbung für die Online-Goalies in NHL. Wenn man ein Spiel hat, wo aktuell... Was waren es jetzt? 9 Torschüsse, 7 Treffer. Ahnungen hält fest... Schicken wir die 2-3 aufs Eis. Die Reihe um Claude Giroux. Jack Hughes und Taylor Heisey. Hughes, der läuft einfach in der Mitte durch. Muss jetzt nur noch warten auf Heisey. Oh, kriegt den Pass nicht mehr rüber. David Dobson hat das Glück, dass er auch 99 hat und David da nicht hinterherkommt. Austin Matthews, 2 Tore, 4-1 und 5-1. Ging relativ schnell, in dem Fall Serafilier mit einem schönen Querpass. Markström reagiert viel zu spät, hat da keine Chance mehr, dass er da irgendwas macht. Und zweimal dieser Querpass, wo Arno dann einfach schlecht aussieht. Verstehe ich aber nicht, dass der Querpass so einfach da durchfliegen kann, wenn eigentlich genug Verteidiger da sind. Wobei wir auch wieder das Problem haben, die Verteidiger laufen halt rückwärts, obwohl sie es nicht machen sollen. Hier haben wir es. 10 Torschüsse, 7 Treffer. Arno bei uns aktuell mit 0%. Das ist eine Quote, wo ich sag's, Alter, in 10 Jahren nicht. Aufpassen müssen wir trotzdem. Gegner. Hat die Fähigkeiten. Oh.
Da gibt es noch eine Strafe für die, für dieses Reinwerfen von Makar. Unterzahl spielt jetzt auf unserer Seite. Und Hughes war das, glaube ich. Camper, Dobson. Wenn man dasselbe, was er vorhin auch gemacht hat. Jack Hughes, schade, kriegt die Scheibe nicht. In dem Moment, als wir sie bekommen haben. So, nice. Da sucht er sich aber heute auch genau diejenige aus, die von solchen Aktionen wie Checks und Co. am wenigsten interessiert ist. Makar schön vorbeigegangen. Eiskannen. Guter Schuss, die OC gleich mit dem Rückpass zum Markström. Torres. Eiskannen. Ist geblockt. Oh, Torres! Wieder im zweiten Pfosten. Steht ein Spieler daneben und schaut zu. Und das ist genau das, was mich so ärgert. Dass sie nichts versuchen. Die KI schaut. Jones steht da daneben und schaut zu, wie Mana an ihm vorbeiläuft, wie Mana einschießt, ohne dass er einen Fuß bewegt oder irgendwas probiert. Und das ist halt schon schade. Zwei Minuten. Ja! Ja, schon verzögerte Strafe angezeigt. Davon liegt ein Schläger auf dem Eis. McDavid gibt schon die zwei Minuten. Jetzt wird wahrscheinlich genauso wieder hinten rumlaufen. Und das ist immer noch was ich sagen muss, das sollten sie raus tun, weil dieses Geklatsche sind halt einfach nochmal zwei Minuten. Und der zweite 5 auf 3. Stockschlag. Oh. Ja. Markström muss festhalten. Ja.
Jawohl, Nylander. Direkt nach dem Powerplay mit dem 6-3. Weiß nicht, ob es 5 gegen 4 ist oder 4 oder 5 gegen 5. Schön gemacht von Tavares, legt die Scheibe quer. Sechster Treffer. Für die Männer in Weiß, Grau, Gold und Rot. Nicht gut, wenn du den Tor, dein Ding hinten rausholst, dein Verteidigerkumpel. Saranus. Oh, Giroud kommt damit dazu. Corner bitte. Das ist natürlich jetzt die Möglichkeit. Schade. Giroud versucht zur Ummarkström rum. Bleibt er beim 6-3. Momentumwechsel, ja. Guter Check. Tavares ist da fast mit dem Tor. 17 zu 4 Torschüsse. War abgefälscht. Nylander. Campbell ist geblockt von drei Seiten. Das ist natürlich schlecht. Oh, frech gegen Markström. Hat er gerade auf den Pass geschielt. Nylander holt sich die Scheibe einfach. Giroud. Noch einfach. Oh, Markström wieder. Nöss, Tor. So schön gespielt. Er schmeißt die Scheibe einfach raus. Giroud holt sie sich. Passt zu Nöss. Nöss mit der Rückhand. Und dann stochert Nöss nochmal nach. 7-3. Und jetzt haben wir ihn zum Abbruch gezwungen. Jawohl. Damit steht ein Sieg für uns im Buch. Mit 950 Punkten plus 7. 7, 2 zu 5, 1, 1, 0, 1. Also ohne die Querpässe hätte er gar keine Chance gehabt. Müssen wir uns einfach mal so straight sagen. Es ist einfach, er hat drei Tore geschossen und dreimal das Glück gehabt, dass unsere Verteidigung halt nichts macht. Und vorne haben wir uns halt schön durchkombiniert. Muss ich halt auch einfach mal sagen. Um Himmels Willen, Gegner ist, wie gesagt, Gegner ist nicht schlecht. Aber es reicht halt nicht nur, Querpässe zu spielen. Das haben wir selber auch schon oft gemerkt. Da muss ich, by the way, sagen, klasse Hand-Augen-Koordination von Sarah Nurse. Markström, der die Scheibe da irgendwie nicht fangen kann. Torhüter, der eine Scheibe nicht fangen kann, ist natürlich auch ein gefährliches Zusammenspiel. Und entweder du hast sie oder du hast sie nicht. Dazwischen gibt es nicht. So, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Sagt Ciao und V. Ansonsten muss ich sagen, ganz ehrlich, der Sieg wird der ist so hoch verdient. Bei 22 zu 5 Torschüssen, 17 Minuten. Was waren das? 17 Minuten? Ne, 17 Checks. Und irgendwie 10 oder 12 Minuten in der Offensive. Absolut verdient. Danke fürs Zuschauen. Ciao und V. Bis zum nächsten Mal.